Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roscoe McQueen. Heute am 6.12. um 0.48 Uhr am Morgen in der Nacht, je nachdem wie ihr es gerne haben möchtet. Ich habe gelesen in der Zeitung und im Internet und im Radio. Im Radio kann man ja auch manchmal Sachen lesen, wenn man das Radio ein bisschen schräg hält. Habe ich gelesen, dass laut Verträge des Bundesministeriums die meisten Brände zwischen 0.48 Uhr und 1 Uhr stattfinden, und deswegen dachte ich mir mal, werde ich mal wieder ein wenig politisch aktiv und nehme deswegen um diese Uhrzeit auf. Ach mein Gott, ich hab's doch sowieso schon verhauen. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich den Musiksound so minimal hoch mache. Denn er war im Level ein wenig leise. Hier ist er ein bisschen nervig, aber im Level war er ein wenig leise. Und in der letzten Folge haben wir es bis zu Level 3 geschafft. Ja, genau. Und dort werden wir jetzt weitermachen. Mir wäre irgendwie so als... Ach genau, ich wollte noch was erzählen. Das ist mir gerade vor der Aufnahme passiert. Und zwar habe ich ja gerade... Das auch, ja. Das fällt mir auch gerade so ein. Ich komme gerade vom League of Legends spielen. Habe ich erstmal Ahri Toplane gegen Mundo gespielt. Völlig für den Arsch. So die ersten 5 Minuten, nach den ersten 5 Minuten oder so stand es 2-2. Aber das ist einfach nur lächerlich, Leute. Auf jeden Fall, ich dann so danach erstmal, jetzt muss ich wieder die Steuerung raffen. Es hat jetzt natürlich nur so lange mit der nächsten Folge gedauert, weil ich eben halt auf euch gewartet habe. Weil ich irgendwie schon gehofft habe, dass irgendjemand schreibt. In letzter Sekunde hat dann noch jemand geschrieben. Der Max natürlich, aber da war ich schon wieder ein bisschen Depri und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Pause gemacht. Moment. Okay. Habt ihr das gerade gehört? Okay. Haben wir das nicht ausgestellt, Leute? Wir haben das doch... Oh, sag mir nicht, dass der Schrei nicht dazugehört. Oh nein. Der Schrei muss doch aber zu den Kommentaren dazugehören. Na naja, gut, entschuldigt. Da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass der Schrei noch drin ist. Hat der Max ja auch so gesagt, geschrieben, hoffentlich ist der Schrei jetzt auch weg. Ach shit, ey, wenn der Schrei jetzt noch drin wird, dann werde ich aber echt sauer. Ja, dann erzähl ich mal, während wir hier gemütlich abfackeln. Und zwar, komme ich natürlich vom League of Legends spielen und da habe ich eben den Sound umgestellt aufs Headset, von Boxen aufs Headset. Und dann stand da unten bei meiner Taskleiste, Zimmereditor. Und ich dachte mir, was ist denn ein Zimmereditor? Kann ich jetzt irgendwie so tun, als hätte ich einen Swimmingpool in meinem Zimmer oder was? Und dann habe ich da raufgeklickt, weil ich nichts damit anfangen konnte. Und dann stand da aber Core Design. Da dachte ich mir, ah, okay, das ist von diesem Tomb Raider Level Editor. Ich habe mal vor, irgendwann auf diesem Kanal Tomb Raider zu spielen. Ja, also Custom Level, Level von anderen. Da gibt es ja Tausende. Und man stellt sich vor, ein Level geht, also ich habe mir 2-3 Level noch bei dem anderen Let's Player angeschaut. Und ein Level geht, was weiß ich, circa 2 Stunden oder so. Und das sind über 100.000 Level, also da kann man eigentlich sein ganzes Leben lang mit verbringen. Ja, es tut mir wie gesagt leid, ne? Ich denke mal, wir alle haben jetzt damit gerechnet, dass wir unsere Ruhe haben. Wir 0,5 Zuschauer, also ich und die Zuschauer sind dann 1,5 quasi. Genau, fortsetzen. Das tut mir jetzt wirklich leid. Ja. Des Weiteren habe ich, ist mein Handy aus. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht überziehe. Glücklicherweise spiele ich ja im Fenstermodus. Aber das sollte auch gehen. Ich rechne jetzt schon damit, dass da steht Kommentare aus und wir mit dem Schrei leben müssen, warum auch immer. Vielleicht ist es ja ein verkackter Bug oder so. Los! Audio? Komment. Nee, wieso Komment. Wieso waren die Kommentare denn... Hab ich ernsthaft gespeichert und dann erst die Kommentare ausgestellt? Okay, ich guck lieber... Los! 80 mal rein, alles klar, ja. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen doof für den Start, aber ja. Das war dann wohl eigene Inkompetenz oder vielleicht stellt sich's auch alleine um, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dürstet's mir natürlich schon ein wenig nach, in Anführungsstrichen, 100%. Also... die wir jetzt natürlich nicht mehr erreichen können, weil wir nicht in die vorigen Level können. Aber ich würde schon ganz, ganz gerne von jetzt an versuchen, alle zu retten. Also,
es auch gegebenenfalls schaffen. Irgendwie passiert hier gerade nichts, alles klar. Ja, das Spiel lebt manchmal so lang, da denkt man schon irgendwie, es ist aber was kaputt. Ja, also diese Brände entstehen ja natürlich dadurch, dass die Roboter Rabauts machen. Rabiz, Rabauts, Rabatza da. Karoppa, wie ging das? Pegiopla, Karoppata oder so. Die stürzen sich dann hier immer auf die Propangasfässer oder wie die heißen. Propangasfässer, ihr wisst, was ich meine. Gasflaschen, ja. Nennen wir sie doch einfach Gasflaschen. Da, ich hatte gerade so ein Gefühl, als würde er gerade einen Kommentar sagen. Als wäre die Musik dafür extra leise geworden. Das wäre natürlich auch cool, wenn man so merkt, wann ein Kommentar stattfinden müsste. Und der aber nicht stattfindet, weil wir ihn ausgestellt haben. Wir haben ihn mundtot gemacht, meine Fresse. Wir haben einfach mal ein Pflaster auf seinen Mund geklebt. Das sollte ich mir jetzt schätzungsweise natürlich geben, weil ich kein Wasser habe. Aber wir haben ja auch in der letzten Folge gesehen, dass das hier ziemlich lange dauert. Also man muss hier zumindest in diesem Level und im Allgemeinen in den ersten Level. Also man muss schon ein ziemlicher Depp sein, um das zu verhauen. Und ich bin ein Depp oftmals, aber so blöd bin ich dann schätzungsweise nicht. Beziehungsweise so schlecht, oh mein Gott. Ich denke immer, okay, du musst erst diese grauen Kisten kaputt machen, aber nein, diese werden ja, das ist nur, weil da Feuer ist. Also im Grunde sind die alle grau. Ja. Hier muss ich dann. Ach nee, das ging nicht. Kann ich die eigentlich kaputt machen? Nicht so wirklich, alles klar. Und wir haben natürlich das weiterhin auch in der letzten Folge. Ich immer mit meinen Rückblendungen. Die gehen dann über die ganze Folge. Man stellt sich vor, das wäre bei One Piece auch so. Da sind ja die Rückblicke auch ziemlich hart. Und dann so mitten im Kampf kommt erstmal ein Rückblick. Haben wir herausgefunden, dass es natürlich auch mehrere verschiedene Waffen gibt. Achso, das ist natürlich doof. Das ist jetzt der Nachteil. Dadurch, dass wir die Kommentare ausgestellt haben, hören wir nicht mehr deren Hilferufe. Aber die waren ja auch sowieso mehr schlecht als recht irritierend. Was wollte ich jetzt sagen? Ja genau, wir haben ja da teilweise so Äxte eingesammelt und so weiter. Einweg-Äxte. Da sollte ich auf jeden Fall schauen, dass ich die einsammle, richtig verwende und vor allem auch nicht zu forsch an die Situation herangehe. Weil ich sonst natürlich nicht 100% erreichen kann. Ich schau mal ganz kurz genau. Bis jetzt ist noch alles frei begehbar. Da können wir jetzt rein, aber ist das... Nee, okay, das ist ein normaler Raum. Nicht, dass ich dann nicht mehr zurückgehe. Was ist los? Unsichtbare Wände oder was? Man kann ja hier natürlich an diesem Feuer Schaden nehmen, aber auch nicht so viel. Also, da hatte ich ja zugegebenerweise, glaube ich, in der ersten Folge auch ein bisschen Angst. Aber so schlimm ist das nicht. Wie war das jetzt? Kreis? Nein, Dreieck? Genau, ich habe jetzt hier so eine Wurfechse, die brauche ich nicht zum Türen aufmachen, sondern... Wie komme ich denn jetzt zurück? So. Die kann ich einfach auf Gegner werfen, auf große vielleicht. Das könnte sein, dass es so eine Exit-Tür ist, aber ich glaube, dass wir gerade alles... Alles, was möglich ist, haben wir in unserer Tasche, beziehungsweise haben wir aus der Gefahrenzone hinaus katapultiert. Ah, genau so. Das mit dem Feuer raff ich immer noch nicht so. Ich habe jetzt hier Feuerlevel 2. Beim letzten Mal hatte ich irgendwie Feuerlevel 3, Feuer. Wasserlevel 3, Wasserschlauch, und der war dann irgendwie besser. Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt genau eingesammelt habe oder vollzogen habe, genau. Den musste ich jetzt betätigen. Alles gut, alles schön, alles machbar. Moment hier. Das ist mir dann im Nachhinein beim Kontrollieren nachher aufgefallen, dass ich im allerersten Level gab es hier schon so eine Sprungpassagen, die ich dann... Ja, das war sehr gut. Die ich dann ignoriert habe, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass man hier rüberhüpfen muss. Also, das wäre schon bestimmt machbar gewesen, aber ich weiß nicht, ob ich einzelne Level anwählen kann. Vielleicht probiere ich das hier einfach mal. Je nachdem, ob ich was davon habe, schätzungsweise nicht. Es ist ja ein Arcade-Spiel. Ich weiß nicht, ich habe ja jetzt quasi von jedem Let's Play eine Aufnahme gestartet und habe dann immer fast von Arcade gesagt. Also Arcade ist im Grunde Arcade halt. Also es gab ja damals diese Arcade-Automaten und da haben die natürlich bestenfalls nur Spiele präsentiert, die man auch mit einmal durchzocken konnte. Daher Arcade, also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es repetitiv ist, ich glaube, das sagt man so, dass es sich wiederholt, sondern lediglich nur,
dass man das Spiel in kurzer Zeit durchspielen kann, weil man hatte ja, man musste ja damals Münzen, habe ich jedenfalls gehört, ich habe ja nie, also ich, zu meiner Zeit gab es die ja schon gar nicht mehr so gut. Da hat man dann Münzen reingeworfen und je nachdem, wenn man dann eben halt Game Over gegangen ist oder wenn eine bestimmte Zeit um war, wobei das mit der Zeit, das war glaube ich nur bei, wie hießen die, diese Telefone draußen, diese Telefonzellen. Ich glaube, da war das so. Aber bei Automaten ging es glaube ich nur nach Skill, also wenn du halt verloren hast, musstest du eine Münze reinwerfen oder zwei oder drei, je nachdem wie gut das Spiel war oder auch nicht. Also ich denke mal, da gab es, oh mein Gott, kann der sterben? Okay, warte, warte. Das ist ein harter. Das ist ein richtig harter, der braucht sogar drei. Ich dachte, die könnte ich dann wenigstens mit einem Schlag penetrieren. Aber nein. Ja, deswegen Arcade. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Ich hoffe, es ist auch so. Also das reime ich mir jetzt zusammen, aber ich finde, das macht doch irgendwie Sinn. Wasser kann ich nicht einsammeln da unten. Ich hoffe, dass ich... Nee, ich brauche noch so eine Super-Axt. Ich weiß aber... Ach, wobei, warte mal. Der Raum hat sich jetzt geöffnet. Moment. Aber wenn sich der Raum öffnet, komme ich denn da zurück? Ich bezweifle es irgendwie. Ich hoffe es mal sehr. Stimmt, ja, da ist noch ein anderer Weg. Das wird gehen. Alter! Wieso auch immer genau am Feuer stehen, dass ich sie nicht treffen kann. Wechsel, Wechsel, genau so. Wasser, 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 Wasser. Ich verstehe nicht, wieso ich kein Wasser sammeln kann. Ich hoffe, dass es gibt eine Erklärung dafür und das behebt sich dann irgendwann. Also ich muss an meine Zeit denken, Gott verdammt. Das ist ja nicht so eine Sache, die ich... Also ich habe ein gutes Zeitgefühl. Aber trotzdem, ich habe ja irgendwo immer ein Handy. Meistens jedenfalls. Aber es geht noch, wir haben noch Zeit. Nee, funktioniert nicht, warum auch immer die Teile da sind. Wieso geht es nicht? Hab ich den Brand noch nicht... Ah ja, ich vergesse ja immer wieder, es geht hier gar nicht mit dem Pause. Geht gar nicht so einfach. Muss ich da rein? Ah, okay, alles klar. Er blinkt aber immer noch nicht. Waren hier zwei von den Dingern? Ich höre noch irgendwas. Ah nee, okay, jetzt geht's. Das wird der normale Weg sein. Autsch. Wie kann ich denn... Wechsel... Ja, das ist der normale Weg. Das heißt, ich würde jetzt ganz, ganz gerne zurückgehen und schauen. Oder kann ich das mit der Axt? Nee, das ist nur so eine Waffe. Ich müsste wirklich irgendwo so eine normale Axt, nicht nur eine normale, eine verbesserte Axt hinkriegen. Brauche ja sowieso... Moment, hier war ich doch aber schon, ne? Ja, da ist doch, ist es nicht eine? Ist es... Es ist doch eine... Moment, ich bin da nicht hingesprungen. Ich dachte, das wäre die Stelle, wo ich gesagt habe, ja, hier, das habe ich im ersten Level auch vergessen. Dabei war das... Achso, die Axt hat sich jetzt überschrieben, deswegen sehe ich die rote nicht. Ach, das war wieder eine ganz andere Szenerie. Alles klar, ich bin wieder einfach nur bescheuert. Naja, okay. Das war jetzt... Moment, habe ich denn da schon... Das habe ich schon gemacht, ja. Dann ist ja alles gut. Mal sehen, ob ich den Weg finde, ohne auf die Karte zu schauen. Ja, fast. Genau, das kann ich dann jetzt aufmachen. Und das sind jetzt... Das sind Wurf-Extra, alles klar. Muss ich irgendwie an Tomahawks aus Call of Duty denken. Ich wollte gerade sagen, kann ich nicht mehr einsammeln. Und jetzt gehen wir nach rechts. Rechts, habe ich gehört. Denn dort ist das Nächste, meine Freunde. Meine nicht vorhandenen Zuschauer, meine ich muss damit aufhören. Ich hatte das vor, ich glaube, das war das nicht gestern bei Herkules oder so. Meine Fresse, ey. Oh oh, oh oh, oh oh, wie viel der einfach mal aushält. Was ist denn mit den ganzen 30.000 Keksen hier passiert? Ich könnte ein paar gebrauchen. Geht's da nicht hoch? Ah, warte, wahrscheinlich, wenn ich hier rauf hau. Nee, auch nicht. Was ist das hier? Ist es gut? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall brauche ich hier wieder ein paar Wurfäxte. Vielleicht, wenn ich das hier kaputt mache. Ah, ja, alles klar. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und schon sind wir wieder im Geschäft. Ich hoffe, im guten Geschäft und nicht in dem anderen Geschäft. Scheiße, ist nicht so das, was ich gerne hätte. Moment. Ah, nee, das ist legitim. Also der Schaden gerade nicht, aber... 12 Stück. Ach, da sind sogar Auto-Aim-Echse. Guck mal hier.
Okay, so gut funktioniert es dann. Ah ne, er war tot. Wir müssen es noch. Ich würde das ganz, ganz gerne nochmal testen. Ob ich irgendwie 2 Kilometer falsch stehen kann und der dann trotzdem. Das macht das eine Kettenreaktion. Sehr schön. Wie gesagt, das Spiel gefällt mir ganz gut. Und es ist auf jeden Fall was Schönes für zwischendurch. Ich bin gespannt, wie viele Level es letzten Endes gibt. Also ich habe ja vorhin wieder geschaut, ob Sound und so in Ordnung ist. Bei neuer Tag und so. Und da kam wieder so ein Demo-Ausschnitt. Und dort habe ich dann auch quasi, wurde ein Level gespielt mit anderer Musik. Also das wird es wahrscheinlich auch noch geben. So andere Szene. Was hat das gerade? Hat sich gerade wie so ein Stuhl angehört, den man schiebt. Wie eine andere Szenerie. Moment. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht mehr springen. Vielleicht war es das, aber. Ich kann. Was ist los? Ich konnte gerade für eine kurze Zeit nicht richtig springen. So, die habe ich gerettet. Mir wurde leider auch schätzungsweise nicht angezeigt, wie viele es sind. Dort ist noch ein Raum, den ich natürlich kaputt hauen kann. Welch ein Glück. Oh, wieso seid ihr denn jetzt nicht kaputt gegangen? Wir hatten auch vorhin so eine schöne Kettenreaktion. Da habe ich einen Napf eingesammelt. Ach, der Napf ist wahrscheinlich ein kompletter Wasserbalken oder so. Ja, wir sollten jetzt alles, ouch, alles haben. Ich sollte jetzt alles haben. Meine Fresse. Ich dachte, das erzeugt Gemeinschaftsgefühl, aber anscheinend interessiert es auch keinen. Ja. Erstmal alles kaputt machen, weil ansonsten macht es ja keinen Sinn. Da ist irgendwas. Ich werde die Kisten, die wahrscheinlich dafür sorgen, dass alles so schneller in die Luft geht. So, dann kann ich jetzt schnell darüber, Junge. Dann kann ich jetzt anfangen. Ja, Wasserlevel 4. Ne, vielleicht ist es auch das. Das könnte es auch sein, dass diese Näpfe den Wasserstrahl verbessern. Aber ob das so schlau ist, dadurch wird doch alles nur einfacher. So, das sollte ich dann gegebenenfalls auch mit berücksichtigen und vielleicht mit als erstes löschen. Denn es ist, verbreitet ja auch sehr, sehr viel Feuer. Feuer, wir brauchen ja Feuer und so. Ja, gab es ja diese Kingdom Arts! Der Königreich des Arztes. Diese Kingdom Arts, Hearts, jetzt habe ich schon wieder Kingdom Hearts verarsche. Da hat auch einer so gesagt, Eier, 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 wir brauchen Eier. Und dann irgendwann habe ich immer bei YouTube gehört, Gas, 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 wir brauchen mehr Gas. Also irgendeiner fand das witzig und hat das dann für jegliche Wörter, ach, so geht's gar nicht. So müsste es eigentlich gehen, aber geht nicht. Für jegliche Wörter verwendet. Genau. Moment, was, 15 Minuten? Ja, drei, genau, dann ich musste ja nochmal in die Hauptbasis, weil die Kommentare und 3 Minuten haben wir jetzt noch, ja, dann passt es doch. Vielleicht schaffen, ouch, schaffen wir das Level noch zu absolvieren, schaffen wir es, das war's, mir hat das S gefehlt, mir hat ein ES gefehlt, kein SS. So, lösche die Lösch. War hier nicht gerade einer oder ist der irgendwie mit drauf gegangen? SDSSS. So. Hier haben wir dann noch Essen. Nee, Äxte. Auch nicht schlecht. Na, Essen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und da geht es dann. Okay, die machen sich gegenseitig fertig. Sehr, sehr. Ja, ich weiß nicht, soll ich erstmal auf dem Grün landen? Vielleicht darf ich das auch gar nicht. Oder ich rutsche, alles klar. Also so ist es schon mal nicht gedacht. Bang. Spring doch. Achso, ich muss drücken, alles klar. Und jetzt! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh shit, oh shit, oh shit. Axt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin ein Fernkämpfer und muss Äxte werfen. Alles klar. Komm ich da jetzt? Gib mir die andere Waffe, genau. Ach nee, ich muss das hier wieder kaputt machen, genau. Da funktioniert das. Wobei ich eigentlich immer denke, dass es eigentlich andersrum sein müsste. Ich meine, ich mache hier den Strom kaputt. Dann dürfte das ja eigentlich gar nicht funktionieren. Aber gut, was weiß ich schon von Strom? Ja. Ja, da geht's auch noch weiter. Ich werde hier erst. Ach, ich habe gar keine Axt. Dann spekuliere ich darauf, dass ich erst hier hin muss und dann da und dann da und dann da und dann da und dann passt das, ja. Okay, 1 Minute haben wir noch. Ah, Moment, jetzt habe ich die. Ja, egal. Ich werde es schon nicht vergessen. Vorausgesetzt, das ist nicht der richtige Weg.
Das muss ausgefahren werden. Wahrscheinlich brauche ich dafür Strom. Alles klar, dann kann ich hier sogar noch gar nicht lang. Hier lang. Ja, genau, guck mal das. Stromi-Line. Stromi-Line wird jetzt aktiviert. So. Alles klar, gut. Leute, dann würde ich mal sagen, ach ja, der Pseudo-Pause-Bildschirm. Ich lasse es lieber laufen. Nee, Moment, wir nehmen den Bildschirm, der ist cooler. Das war's für heute. Wobei, dann verliere ich ja auch Zeit. Naja, ist ja auch egal. Wobei, wenn immer dieses Wobei, dann mache ich doch so Pause. Ich bin immer so unschlüssig und kann mich nicht entscheiden. Ja, das war's heute mit Let's Play Roscoe McQueen. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch 1, 2, 3, 80 Folgen drehen, weil sich das ja eh keiner anguckt. Und in der nächsten Folge gucke ich mir selber dabei zu, wie ich dieses Level hier bewältige. Ja, es ist halt so. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.